Es gibt so viele Creator da draußen, die euch einfach den ganzen Tag nur Scheiße erzählen. Und ich finde, Ehrlichkeit zur eigenen Community ist das Wichtigste, was es gibt. Ich bin ja nicht nur Creator und mache Videos auf TikTok, sondern ich gucke ja auch selber sehr viele Videos. Und was mir da immer wieder vorgeschlagen wird, das macht mich manchmal echt fassungslos. Ich könnte euch aus dem Stand 30 Creator nennen, die schon zigmal in ihren Videos das Ende ihres Kanals angekündigt haben, nur um Klicks zu machen. Und wo natürlich von vornherein berechnet war, dass man damit Video-Views erzielt. Oder die sich irgendwelche abstrusen Geschichten ausdenken, nur damit es noch weiter geht und noch weiter geht und noch weiter geht. Oder könnt ihr euch noch erinnern, wo die Leute immer 18 Millionen Parts gemacht haben, nur damit man auf dem Kanal bleibt? Das ist zwar weniger geworden dadurch, dass man längere Videos hochladen kann, aber selbst den Scheiß gibt's noch. Ich habe für diesen ganzen Bockmist echt null Verständnis, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin Creator, weil es mir Spaß macht, aber ganz ehrlich natürlich auch, weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene und den meiner Kinder bestreite. Und ohne Community und ohne Videos geht das nun mal nicht. Ich möchte aber der Verantwortung gerecht werden, die ich habe, denn ansonsten bin ich wie jeder andere da draußen. Und ich habe nun mal keinen Bock, ein Arschloch zu sein.